Hallo und herzlich willkommen bei Mein Zaubertopf. Heute geht es hier um ein absolutes Basisrezept und zwar unsere heißgeliebte Gemüsebrühpaste aus dem Thermomix. Die Gewürzpaste könnt ihr ganz, ganz vielfältig einsetzen. Also natürlich für jede Art von Suppen, aber auch für Soßen, wenn ihr Reis kocht oder auch einfach so zum Abschmecken. Das gibt immer einen guten Geschmack. Wir machen heute auch die Ratzfatz-Variante. Die wird gar nicht gekocht. Da gibt es ja auch noch ein Rezept für. Das setzt aber immer durch den Parmesan relativ häufig am Topf an. Und das passiert mit der hier nicht. Und da seid ihr auch sehr flexibel, was ihr da reinmacht. Also der Grundstock ist immer Gemüse. Wenn ihr das bekommt im Sommer, gerne ein bisschen Liebstöckel dazu. Das gibt einen guten Geschmack. Salz. Und wir machen immer noch ein bisschen getrocknete Tomaten dazu. Das ist dann noch mal ein bisschen intensiver vom Geschmack. Für unser Rezept verwenden wir heute getrocknete Tomaten, Sellerie, Möhren, Petersilie, Lauch und Meersalz. Das Rezept findet ihr auf unserem Zaubertopf-Blog, das verlinken wir einmal unten. Und wenn ihr nichts von uns verpassen wollt, also keine Rezepte und keine Tipps und Tricks rund um den Thermomix, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und drückt einfach auf die Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es wieder was Neues von uns gibt. Ich zerkleine jetzt einfach nur grob das Gemüse und dann wird das alles püriert und dann ist es auch schon fertig. Und wie gesagt, in den Zutaten seid ihr variabel. Ich mache zum Beispiel zu Hause auch oft noch eine Knoblauchzehe oder sowas mit da rein. Aber das könnt ihr ganz so machen, wie ihr das möchtet. Als erstes zerkleine ich die Tomaten und die Petersilie. Leider habe ich jetzt keinen Liebstöckel bekommen, aber wenn ihr das bekommt, das macht wirklich einen guten Geschmack. Das heißt ja auch Maggi-Kraut und das ist wirklich sehr intensiv. Die Petersilie verwende ich übrigens ohne Stiele. Als nächstes gebe ich das Gemüse dazu. Und im Originalrezept kommt erst das Gemüse und dann das Salz durch die Deckelöffnung. Ich mache mir das Ganze heute ein bisschen einfacher und mache einfach alles gleichzeitig da rein. Und dann stelle ich das Ganze jetzt auf Stufe 6 und schiebe das zwischendurch immer mal mit dem Spatel runter. Genau, guckt einfach zwischendurch rein und schiebt das mal so ein bisschen runter. Hier sieht man ja noch, das muss noch ein bisschen. Es dauert so ungefähr so 30, 40 Sekunden wahrscheinlich. Ja, so sieht das Ganze doch gut aus. Ich fülle das jetzt hier in so Weggläser und Marmeladengläser. Wie gesagt, wichtig ist, dass sie wirklich vorher ausgekocht wurden, weil dann hält sich das Ganze im Kühlschrank auch bis zu einem Jahr. Und so schnell ist die Gemüsebrühe schon fertig. Ich würde mal sagen, mit Gemüseschnippeln und so braucht ihr trotzdem noch unter 5 Minuten. Ihr habt keine Konservierungsstoffe und keine E-Stoffe oder irgendwas da drin. Also super gesund. Und von der Dosierung ist vielleicht noch mal schön zu sagen, statt einem Brühwürfel nehmt ihr hier ungefähr so 2 gehäufte Teelöffel. Macht ihr eure Gemüsebrühe eigentlich selber? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und auch wenn ihr die vielleicht noch mal anders macht oder noch ein tolles Gewürz damit zufügt, freuen wir uns über Anregungen und verpasst kein Video von uns und abonniert unseren Kanal, dann habt ihr immer alle Rezepte im Postfach.